Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Bei den Beratungen in Brüssel stehen heute die Sicherheits- und Migrationspolitik im Mittelpunkt. Bei den Brexit-Verhandlungen gab es gestern keine Fortschritte. Die britische Premierministerin May zeigte sich aber offen für eine längere Übergangsphase. Bundestag berät neues Kita-Gesetz. Um die Betreuung in Kindertagesstätten zu verbessern, plant der Bund bis 2022 insgesamt 5,5 Milliarden Euro auszugeben. Die Länder sollen individuell entscheiden können, wie sie das Geld verwenden. Familienministerin Giffey nannte das Gesetz einen Meilenstein auf dem Weg, Kitas zu Bildungseinrichtungen zu machen. Drogenbericht der Bundesregierung. Demnach sank die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr erstmals seit längerem wieder leicht auf 1272. Fachleute sind allerdings besorgt über die steigende Zahl neuer, meist synthetischer Wirkstoffe. Die Drogenbeauftragte Mortler warnte zudem, Alkohol werde nach wie vor verharmlost. CSU offen für Koalition mit den Freien Wählern. Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit im Bayerischen Landtag will die CSU-Spitze offenbar Verhandlungen mit den Freien Wählern aufnehmen. Den Grünen erteilt die CSU damit eine Absage. VW bietet Prämien für Verschrottung alter Diesel. Der Autobauer will nach eigenen Angaben Fahrzeuge mit den Abgasnormen Euro 1 bis Euro 4 zurücknehmen. Kunden, die sich für einen Neu- oder Jahreswagen entscheiden, sollen demnach eine Prämie erhalten. Das Wetter im Norden, im Tagesverlauf auch in der Landesmitte dicht bewölkt und örtlich etwas Regen oder Nieselregen. Im Süden nach Nebelauflösung sonnig, Höchstwerte von 13 bis 23 Grad.